Hallöchen Leute und willkommen zurück in der Realität. Ich weiß nicht, warum ich das gerade eben gesagt habe. Ich dachte, es wird passen. Guck mich nicht so krumm an. Nein, wirklich. Wir sind wieder fertig mit den Schreinen. Wow, ich kann wirklich so hoch hüpfen, habe ich gar nicht gewusst. What the fuck? Wir sind fertig mit den Schreinen vorerst. Sheogorath wurde abgehakt und wie ihr wisst ja, ich habe im vorletzten oder letzten Schrein, keine Ahnung mehr wann genau, aber wir haben ein Level abgekriegt. Und dann wollen wir gleich mal die Punkte verteilen und auf Stufe 14 aufsteigen. Heute wachen sie auf, voller Energie und Ideen, und irgendwie wissen sie, dass sich über Nacht alles geändert hat. Welch einen Unterschied ein einziger Tag machen kann. Ja, welch ein Unterschied. Ich finde es ein bisschen komisch, dass sie mich mit sie ansprechen und nicht mit euch, so mittelaltermäßig. So Leute, was ihr nicht gesehen habt, ich habe ein paar Stärke-Sachen trainiert, sodass mein Bonus jetzt bei plus 5 ist. Habe ich extra so gemacht, nicht wegen Klingenwaffen oder sonst was, sondern hauptsächlich, damit ich endlich mehr tragen kann. Und wenn ich mehr tragen kann und prozentual weniger Gewicht bei mir trage, kann ich auch schneller laufen. Also eine sehr schöne Zwischenwirkung, wenn ihr versteht. Geschicklichkeit, bam, 100. Das heißt, wir haben bei der Geschicklichkeit das Maximum erreicht. Man kann nämlich bei Oblivion nicht höher als 100 werden mit Werten, also beim Level aufsteigen, beim Punkte verteilen. Und Konstitution nehmen wir noch, weil mehr Leben kann auch nie schaden. Und Schnelligkeit haben wir schon ordentlich drin. Und bei meinem Krieger habe ich gemerkt, dass man zum größten Teil schneller laufen kann, wenn man auch viel auf Stärke setzt. Also werden das vorerst meine drei Attribute sein. Wir wollen es kurz halten. Keine langen Akte machen. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Nein! Gut, egal. Wir haben Stufe 14. Ein paar Pfeile wollte ich noch kaufen gehen. Just in case. Für den Fall, dass wir das gleich brauchen werden in der Main Story. Ich weiß nämlich nicht mehr so genau. Oh, halt. Da fällt mir noch was anderes ein. Und zwar Vollendung mitnehmen. 60 Kilo. Uff. Gut, egal. Wir brauchen das, denn wir wollen ja Martin ein Artefakt anbieten. In dem Fall Vollendung. Dieses nutzlose Stück Kolben, was wir bei einem Deadra-Schein bekommen haben. Hier ist übrigens der Verehrer. An die Leute, die gefragt haben, wo er stehen geblieben ist. Oh mein Gott, schon wieder reden alle auf einmal! So, aber zunächst Marktviertel. Ein paar Pfeilchen kaufen gehen. Ich glaube, so zwischen 90 und 120 Pfeilen ist immer so eine ganz gute Orientierung, wenn man sicher gehen will, dass man genug Munition hat für die nächste Mission, wie lange auch die nächste Mission dauern mag. So, bis 9.45 Uhr warten, sollte reichen. Vielleicht sollte ich auch anfangen, ein bisschen leiser zu reden. Es ist draußen schon dunkel und die Leute gehen hier schlafen. So. Die beste Verteidigung. Seht euch nur um. Billigere. Nein! Können ja nicht mit Kap. Das war natürlich der falsche Laden. Guten Tag. Ich will ja nichts reparieren, sondern Pfeile kaufen und die sind meistens hier im Slash and Smash. So, lieber Ork. Bitte, fahrt vor. Was darf ich euch anbieten? Eisenpfeile? Nein. Elfenpfeile. Moment, wir haben doch nur Dwemer-Pfeile. Ah, nice. Silberpfeile und Eisenpfeile hat er, aber keine Dwemer-Pfeile, sondern nur Elfenpfeile. Gut, egal. Hat er auch Elfenbögen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, mit Stufe 14 kriegen die schon Elfenwaffen. Ja, ja, okay, ja, sieht man, klar. Aber mit Stufe 14 kann ich auch anfangen, Glasbögen zu kriegen. Soweit ich weiß. Ich hab's, oder war das ab Stufe 13? Egal, Leute. Ihr werdet mich schon korrigieren, wenn ihr es besser wisst. Moment. Elfenpfeile machen 13 Schaden. Dwemer-Pfeile 12. Oh, aber Dwemer-Pfeile wiegen mehr. Das ist interessant. Dann werde ich mal lieber auf die Dwemer-Pfeile umsteigen. Gut, die paar Prozente haben jetzt nichts gebracht bei dem geringen Preis, aber das ist auch egal. Kaufen wir mal 50 Stück, das sollte vorerst reichen. Wir haben ja noch über 50 Dwemer-Pfeile. Dieses Angebot würde ich nicht jedem empfehlen.
Gut, dieses Angebot Seht würde er nicht vor. Jedem Dahingelaufenen machen. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir haben unseren Handelsskill gut ausgenutzt. Und falls ihr das noch nicht gemerkt habt, ich habe auch die Spracheinstellungen etwas lauter gestellt. Denn ich habe festgestellt, die letzten Videos waren die Sprecher einen Tick leiser als ich. Und das wollen wir natürlich sofort beheben. So, wo waren wir? Wo ist die Story? Wow, wir haben jetzt so viel gemacht. Wir haben die Arena fertig gemacht. Wir haben die dunkle Bruderschaft fertig gemacht. Wir haben alle Schreine gemacht, die uns bisher möglich waren. Boah, jetzt geht's erstmal wieder gleich an die Story. Doch wo war die Story hier? Blut der Daedra, das ist es. Ja, Leute, ich habe nicht vergessen, euch den Charakter nochmal kurz zu erklären und zu zeigen, was wir bis jetzt alles gemacht haben, beziehungsweise was ich alles offscreen gemacht habe. Denn, beziehungsweise im Stream habe ich echt nicht viel gemacht, das muss ich dazu sagen. Nicht, dass die meisten von euch denken, Stone, du hast doch gesagt, du willst keine fürs LP wichtigen Sachen im Stream machen, Ja, ich weiß, ich stelle euch zu übertrieben dar. Ich beherrsche mich, okay? Ich beherrsche mich, versprochen. So, was ich gemacht habe im Stream, beziehungsweise offscreen, das habe ich generell offscreen gemacht, auch nicht im Stream, die Magiergilde. Ich habe alle Einführungsquests gemacht, also die Anfangsquests, wo man die Empfehlungen holen muss, damit ich meine Sachen verzaubern kann. Das muss man nämlich dazu machen. Das war so eins der größten Dinge, die ich offscreen gemacht habe. Ansonsten hier und da ein paar Skills gesteigert, wie zum Beispiel stumpfe Waffe, 5 Punkte, 6 Punkte, Nahkampf nochmal 5, 6 Punkte, damit ich nämlich diesen Stärkebonus kriegen kann. Habe ich das ein bisschen trainiert. Ansonsten von den Werten her und vom Training her und von Quests her habe ich nichts gemacht. Von den Items her hat sich ein bisschen was getan. Wie ihr sehen könnt, habe ich nämlich einen neuen Bogen, einen Elfenbogen. Habe ich mit einem Stein aus Oblivion, mit einem Siegelstein verzaubert. 15 Punkte Blitzschaden zusätzlich. Blitzebogen. Ja, ansonsten nichts Besonderes daran. Bald werden wir das sowieso mit einem Glasbogen ersetzen. Und diesen Glasbogen zu bekommen, das wollte ich im LP machen, denn das ist mir wichtig. Amulett des Adlers, ein Amulett, was ich mich in der Magiergilde verzaubert habe. Mit 9 Punkten auf Schütze, also sehr nice. Rüstung und Kapuze sind gleich geblieben. Ring der Khajiit haben wir gemeinsam geholt. Zielsucher, auch ein Ring, der plus 9 auf Schütze bringt. Auch etwas, was wir, also was ich verzaubert habe, aber das Schild haben wir gemeinsam geholt. Den Zauberbrecher. Ansonsten hier bei der Ausrüstung auch nichts anderes, Neues. Tränke, gut, da muss man jetzt nicht durchgehen. Und hier haben sich so über die Zeit ein paar Seelensteine gesammelt, aber sonst eigentlich nichts Besonderes. Also nur die Waffe erneuert und ansonsten eigentlich nichts. Und ein paar Dinge natürlich verzaubert. So, aber jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt und gleich mal Quicksave nochmal zur Sicherheit. Denn wir haben ja jetzt diesen Hammer, den wir abgeben wollen. Denn Martin will ja irgendein Daedra-Artefakt. Aber wir haben auch gleichzeitig noch Azuras Stern. Ich quicksafe. Ich hoffe, dass man das Artefakt auswählen kann, was man ihm abgeben möchte. Ich habe einen weiteren Gegenstand enträtselt, der für das Ritual zum Öffnen des Portals zu Kamorans Paradies benötigt wird. Der zweite Gegenstand ist das Gegenstück zum ersten. Das Blut eines Göttlichen. Dieses Rätsel erschien mir zunächst völlig unlösbar zu sein. Im Gegensatz zu den Daedra-Fürsten besitzen die Götter keine Artefakte und manifestieren sich nicht körperlich in unserer Welt. Wie sollte man denn dann das Blut eines Gottes erlangen? Doch Joffrey hat das Rätsel gelöst. Es handelt sich um das Blut von Tiber Septim selbst, der zu einem der Göttlichen geworden ist. Dies ist ein Geheimnis, das nur von den Klingen gehütet und von einem Großmeister an den nächsten weitergegeben wird. Joffrey sollte es euch selbst sagen. Wow, jetzt haben wir gleich total unerwartet eine richtig dicke Lore-Portion bekommen. Eigentlich wollte ich ihn erst auf das Artefakt ansprechen. Aber gut, wir sollten ja ihm ein Daedra-Artefakt bringen und jetzt das andere, das Blut eines Göttlichen, auch noch organisieren, damit er dafür sorgen kann, dass wir Mankar Kamoran ins Paradies folgen können. Mankar Kamoran, der Anführer der mythischen Morgenröte, ihm folgen können und ihn, ja, ausradieren können quasi, was auch sonst. Aber probieren wir erstmal das mit dem Artefakt, ob wir ihm es schon geben können. Ich werde erst gar nicht fragen, was ihr auf der Suche danach durchgemacht habt. Ich kenne die Verderbtheit der Fürsten von Oblivion nur zu gut.
Seid ihr bereit, mir das Artefakt zu geben? Denkt daran. Beim Ritual wird seine physische Form verzehrt. Es wird viele Jahre lang in Tamriel nicht mehr gesehen werden. Ja. Oh, stimmt. Wir haben ja noch die ganzen Ringe gehabt. Und tatsächlich, wir haben sogar eine Auswahl. Oh, wir haben ja viel mehr gehabt, als ich gedacht habe. Ganz vergessen, dass die anderen Sachen auch noch geopfert werden könnten. Zauberbrecher, Skelettschlüssel, lalala. Nein, Vollendung, das brauchen wir eh nicht. Wer kennt nicht die Geschichte, wie der Dwemer-Hammer die Macht eines ihrer erbittertsten Feinde verkörperte? Genau, wie kann ich sonst noch helfen? Ihr solltet mit Joffrey reden. Er braucht eure Hilfe. Ich glaube, in Brumar gibt es Ärger. Wow! Oh, ich habe noch gar nicht gewusst, dass er uns noch irgendwas zum Mysterium Xarxes sagen kann. Probieren wir es mal aus. Ich habe herausgefunden, dass das Mysterium Xarxes sowohl das Tor als auch der Schlüssel zum Paradies von Camoran ist. In einem gewissen Sinne ist das Buch selbst das Paradies von Camoran. Mankar Camoran hat sich selbst an das Mysterium Xarxes gebunden, als er durch finstere Rituale, auf die ich nicht näher eingehen will, sein Paradies erschuf. Ein Tor kann aber auch von außen geöffnet werden. Das wird schwieriger sein, da ich mich vorübergehend selbst an das Buch binden muss. Doch ich glaube, es ist durchführbar. Ich werde weiter daran arbeiten, die geheimnisvollen Gegenstände zu entschlüsseln, die für das Binderitual benötigt werden. Genau, jetzt habt ihr vom Martin höchstpersönlich nochmals eine kleine Bestätigung meiner Zusammenfassung bekommen. Ich habe gerade von der Gräfin von Grumar erfahren, dass sich ein Oblivion-Tor vor der Stadt geöffnet hat. Es scheint, die mythische Morgenröte setzt ihren Angriffsplan auf Brumar in Gang. Ihr seid schon einmal mit diesen Toren fertig geworden, und darum möchte ich euch bitten, den Wachen der Gräfin dabei zu helfen, dieses Tor zu schließen. Sobald sie wissen, wie es geht, können sie sich allein um neue Tore kümmern. Wo ist das Tor? Hauptmann Burt wartet vor dem Stadttor von Brumar auf euch. Er wird euch das Oblivion-Tor zeigen. Auch wenn ich kaum glaube, dass es schwer zu finden wäre. Dieses riesige, rote, leuchtende Ding da hinten vielleicht? Rüstung von Tiber Septim. Ha. Huh. Ist vielleicht das Ding, was wir brauchen für das Blut eines Göttlichen, für die Zutat, für den Gegenstand oder das Etwas, was wir brauchen, um Mankar Camoran zu folgen? Hallo, ich bin Joffrey. Martin möchte also, dass ihr die Rüstung von Tiber Septim zurückbringt. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Die Rüstung befindet sich im Schrein von Tiber Septim, in den Katakomben unterhalb der Ruinen von Sankre Tor. Das war einmal ein heiliger Ort. Aber Sankre Tor hat sich bereits vor langer Zeit dem Bösen ergeben. Seit vielen Generationen ist niemand mehr von Tiber Septims Schrein zurückgekehrt. Oh je, schon wieder nicht synchronisiert. Mann, Bethesda, was treibst du? Gut, wahrscheinlich werdet ihr es jetzt synchronisiert gehört haben. Welches Unheil wartet in Sankre Tor? Ich weiß es nicht. Die Katakomben von Sankre Tor wurden vom ersten Großmeister der Klingen versiegelt. Die vier mächtigsten Klingen zu Tiber Septims Zeiten, Alain, Valdemar, Riellos und Casnar, machten sich auf den Weg nach Sankre Tor und kehrten nicht zurück. Hier, dies ist der Schlüssel zur äußeren Tür von Sankre Tor. Ich befürchte, ich sende euch in den Tod. Aber wir haben keine andere Wahl. Ihr müsst es schaffen. Jetzt weiß ich natürlich nicht sofort, um was es hier ging. Weil ich nicht gehört habe, was er gesagt hat, aber na gut, ihr werdet jetzt Bescheid wissen. Wahrscheinlich hat er jetzt in dem Text beschrieben, wie wir da hinkommen oder was es genau mit der Rüstung auf sich hat. Kann uns noch etwas zu der Rüstung sagen? Eine uralte Reliquie des ersten Kaisers, der göttliche Talos wurde, der Schutzpatron unseres Ordens. Nach der Schlacht von Sankre Tor übergab Tiber Septim seine Rüstung an die Klingen, als Zeichen der Anerkennung für unseren Anteil an seinem Sieg. Die Klingen errichteten einen Schrein in den Katakomben von Sankre Tor, an der Stelle, an der Tiber Septim den Segen von Akatosh empfing. Seitdem ist die Rüstung dort. Bevor das Böse Besitz von Sankre Tor ergriff, war dieser Schrein ein Wallfahrtsort für alle Klingen.
aber seit vielen Jahrhunderten ist niemand mehr lebend vom Schrein zurückgekehrt. Interessant. Ihr solltet euch sofort mit Hauptmann Burt treffen. Je früher dieses Tor geschlossen wird, umso besser. Alles klar. So, damit wisst ihr wieder, um was es in der Hauptstory ging, also in der eigentlichen Hauptstory, Mankar Kamoran zu verfolgen. Und der andere Teil davon war ja, wir hatten nämlich die Pläne von Bruma gefunden, beziehungsweise die Pläne der mythischen Morgenröte, Bruma zu überfallen mit einem gigantischen Oblivion-Tor. Und das wird jetzt die erste Sache sein, um die wir uns kümmern sollten. Das Tor, was wahrscheinlich vor Bruma geöffnet werden soll.